Hallöchen, ihr Lieben. Ja, hier ist der Kreativfalter. Ich wünsche euch alle einen schönen Tag oder Abend und begrüße natürlich auch ganz, ganz herzlich alle Neuzugänge, denn ein paar habe ich gesehen, dass das wurde mir angezeigt über YouTube, dass es wieder ein paar neue Zuschauer gibt. Auch euch möchte ich ganz herzlich begrüßen. Ich hatte schon in einem der letzten Videos gesagt, auf meinem Kanal gibt es Dinge, die meinen Job betreffen, aber auch ebenso gut Sachen, die ich eben halt ja für mich privat mache. Und um eines dieser Dinge oder solcher Dinge soll es heute gehen. Ich hatte in einem meiner Hauls mir dieses Set hier gekauft gehabt. Das ist extra für Boxen bauen. Und darum soll es heute gehen. Ich bin gerade dabei, meine Stempel- und Stanzenaufbewahrung an meinem Schreibtisch etwas neu aufzubauen, denn diese befinden sich ziemlich weit am Ende von mir. Und jedes Mal aufstehen für bestimmte Standarddinge, die man eben halt ganz oft verwendet, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu mühselig. Und ich habe hier so eine Kramecke, die hier noch ein bisschen ordentlicher werden soll. Und deswegen baue ich jetzt eine Box. So, meine Lieben, ja, die Einleitung, die ist von gestern. Ich hatte auch weitergemacht mit dem, was ich euch zeigen wollte. Und dann ist meine Kamera ausgegangen, ohne dass ich das gemerkt habe. Und als ich es gemerkt habe, da war das Projekt eigentlich schon fast fertig. So, und deswegen zeige ich euch jetzt, worum es geht. Ich habe mir ja von der lieben Mona diese Hefte hier besorgen lassen und da brauche ich diese Hüllen. Das hier wird auch noch weiterverarbeitet, aber zum späteren Zeitpunkt. Ich hatte ja auch schon drei von den Heftchen und habe die alle aus dem Ring rausgemacht. Und das ist das, was ich damit gemacht habe. Ich habe meine vorherigen Platten, die ich vorher in A5 Hüllen drin hatte, verkleinert, sodass sie eben halt hier reinpassen. Bei mir ist das jetzt ein Maß von 11 cm mal 14 cm, also das, was ich reinschiebe. Das kann sogar noch ein bisschen breiter sein, aber für mich ist das ein Maß, was eben halt ganz gut passt. Manchmal sind es auch nur 10 cm. Aber das ist nicht weiter tragisch. Das Papier hier hinten könnte ich eigentlich rausnehmen, weil ich habe das hier auf ziemlich kräftige Pappe. Aber ich lasse das immer ganz gerne drin, weil danach, wenn ich das rausgenommen habe, dann ist das so lapprig. Und ich benutze hier immer Designerpapier, was ich selber nicht so wirklich mag. So kann man das dann eben halt weiterverarbeiten. Ich klebe in den seltensten Fällen mein Magnetpapier oder meine Magnetfolie, je nachdem, was ich habe, in den seltensten Fällen vollflächig auf. Da das auch in Streifen vollkommen ausreicht und ich dann ganz viele, also weitaus mehr solche Platten bestücken kann, als wenn ich das hier komplett vollflächig aufkleben würde. Hier habe ich jetzt alle Texte drauf, die mit Danke und Thank you sind. Für mich ist das ganz gut so. Sortiert ist es noch nicht. Und jetzt möchte ich mir aber eine Box bauen, wo die hier reinpassen. In der Box, wo sie jetzt momentan noch drin ist, die ist ein bisschen breiter als das, was wir jetzt machen werden. Da ist mir einfach zu viel Spiel an der Seite. Ich berechne meine Boxen immer so, wie ich sie ganz gerne brauche. Weil ansonsten könnte ich ja auch in irgendeinen Discounter gehen und mir irgendwelche Boxen kaufen und das dann reinstellen. Aber ich mag es eben halt passgenau. Und ich habe mir jetzt überlegt, denn die Hülle mit dem Rand hier an der Seite, weil den lasse ich erstmal dran, ist sie 13,5. Ich habe mich entschlossen, sie auf 14 cm zu machen, das Innenleben der Box. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir das hier auch nämlich schon zugeschnitten. Denn es geht um diese Teile, ja. Und ich kann euch sagen, ich finde es schade, dass ich sie jetzt mir erst gekauft habe. Das ging gestern so ratzifatzi, also holla die Waldfee. In dem Set sind ja auch diese Querverstrebungen drin. Damit kann man dann eben halt in der Box noch eine Mittelverstrebung einbauen, damit man ganz genau weiß,
wo man die einsetzen muss. Das werden wir heute aber nicht machen. Jedenfalls habe ich das jetzt erstmal noch nicht vor. Es kann sein, dass ich irgendwann noch eine Box baue, wo ich sowas eben halt auch benötige, aber dazu dann eben halt später. Jetzt brauchen wir, wenn ihr eine Box für diese Hüllen bauen wollt, ein Vorder- und ein Rückenteil mit den Maßen 9 cm. Ich lege das mal hier so hin, dann kann ich später in der Videobearbeitung die Maße hier raufschreiben. Ich mache das mal so, damit man sieht, dass man das zweimal braucht. Also 9 cm und hier unten 14 cm. Ja, das ist das, was vorne ist. Dann brauchen wir zwei Stücke, die sind auch 9 cm und 26 cm lang. Die Länge könnt ihr euch eigentlich selber bestimmen. Und die Höhe eigentlich auch. Ich habe mich eben halt für dieses Maß entschieden, weil die erste Box, die ich schon hatte, die habe ich vor etlichen Jahren mal gebaut, die hat auch die Höhe von 9 cm und ich würde die ganz gerne alle nebeneinander stellen. Und dann sieht das eben halt harmonischer aus, wenn das alles eine Höhe hat. Deswegen ist bei mir das Maß von 9 cm entstanden. Und dann brauchen wir eine Bodenplatte und die ist jetzt allerdings auch 26 cm, allerdings 14,4. Das hängt aber von der Dicke eurer Pappe ab. Wenn ihr jetzt Graupappe habt, die 3 cm dick ist, dann müsst ihr ein Maß von 14,6 nehmen. Nämlich sprich 3 mm mehr an beiden Seiten. Ja, denn ich klebe das auf, wenn die Box, also der Rahmen, fertig ist. Das lege ich jetzt erstmal beiseite und dann zeige ich euch, wie einfach das letztendlich geht. Denn ihr habt hier in diesen Teilen eine Einteilung. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Ich denke mal eher nicht, weil das ist hier so eingestanzt. Einmal von 1,5, von 2 mm und 3 mm. Das sind die Stärken eurer Pappe. Ich habe jetzt eine, die ist 2 mm. Die aber auch ganz schön schwer reingeht. Das heißt, ich muss hier nochmal was reduzieren. Denn ich habe hier einen alten Aktenordner auseinandergenommen. Und jetzt werde ich mir hier vorne die Folierung von dem Einband einfach abmachen. Und dann sollte das passen. Und wenn nicht, muss ich das... Ja, das passt jetzt wunderbar. Ja, dann nehme ich eben halt das von dem Innenleben. Das schmeiße ich mir nicht weg, weil das ist beschichtet und das kann ich gut und gerne, das werdet ihr gleich sehen, ich habe das nämlich hier auch schon aufgehoben, das benutze ich dann eben halt, wenn ich so eine Matscharbeit habe, wie jetzt mit dem Holzkleber, denn ich musste meinen Holzkleber mal in so eine andere Flasche umfüllen und wenn ich den jetzt hier einfach rauf mache, dann schmaddere ich mir nichts anderes ein und er trocknet mir hier nicht zu schnell weg. Deswegen hebe ich so eine Futzelstückchen immer auf und ja, kann ich euch nur empfehlen. Und dann muss ich das jetzt hier auch noch an den anderen Teilen machen. Das mache ich jetzt mal schnell im Schnelldurchlauf. So, jetzt habe ich die Teile davon befreit. Ich hätte es natürlich schöner gefunden, wenn ich es hätte dran lassen können, aber dann passt das eben halt hier nicht rein und ich will ja sowieso die Boxen von außen einheitlich bekleben. Wenn ihr das abzieht, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr vielleicht sogar ein bisschen mehr von der Graupappe noch mit abzieht. Ja? Also letztendlich, wenn ihr mit diesem Tool arbeitet, immer erst vorher gucken, ob es eben halt hier reinpasst. Das passt jetzt hier super rein. Bei der Seite geht das bedeutend schwerer, weil ich hier nicht so viel von der Pappe mit abgezogen bekommen habe, weil das ist ja letztendlich auch nur gepresst. Aber im Nachhinein, wenn die Folierung runter ist, geht das dann nicht mehr so gut. Und ich möchte mir jetzt hier natürlich auch nicht mehr ein Graupappenstück. Wenn man ein bisschen vorsichtig ist, dann dürfte das gehen. Ja, jetzt komme ich rein. Es ist ja eigentlich nur, dass hier an den Rändern die Schicht ein bisschen dünner ist, damit ich eben halt hier in die Führungslinie reinkomme.
Wenn ihr ganz normale 2 mm Graupappe kauft, dann dürfte das überhaupt gar kein Problem sein, das dann hier auch wirklich akkurat reinschieben zu können. Ja, und dann ist es eigentlich ganz einfach. Wenn ihr euer Maß berechnet habt, dann muss das auf jeden Fall innen sein. Das heißt, ihr müsst jetzt es so kleben, ja, dass das rankommt. Also so. Weil ansonsten, wenn ihr das jetzt so rankleben würdet, dann würde das Maß nicht mehr stimmen. Ja, warte mal, ich halte das mal ein bisschen schräg. So, ja, wenn ihr das jetzt hier außen ranklebt, dann stimmt das Maß nicht mehr. Wenn ihr das nach innen klickt, dann habt ihr auf jeden Fall eure 14 cm. Denkt da bitte dran, mir ist das nämlich leider auch schon einmal passiert und ich habe mich sehr geärgert, weil ich konnte es alles nochmal auseinandernehmen. Weil, ja, mit unter anderem rechne ich manchmal dann doch ein bisschen so, dass es eben halt wirklich passt. Und das sah mir dann eben halt nicht schön aus. So, also, ich nehme jetzt praktisch das erste Stück und nehme das zweite Stück und klicke das hier einfach nur rein. Das Stück ziehe ich schon ganz nach vorne ran. Ja, also, dass das bis hier anstößt. Das hier noch nicht, das nehme ich mir jetzt hier nochmal raus. Dann nehme ich mir meinen Holzleim. Na, komm schon. Mach mir hier ein bisschen was drauf. Und wo ist mein Pinsel? Und jetzt nehme ich mir nämlich eben halt einfach nur meinen Pinsel und ditch das hier. Ist jetzt ein bisschen doof, dass der ein bisschen feucht ist, aber es sollte eigentlich gehen. Ich habe nämlich vergessen, gestern Abend den Pinsel wieder aus dem Wasser rauszunehmen. Aber ja, ist nicht so tragisch. Und jetzt sehe ich nämlich gerade noch was, was ich fast falsch gemacht hätte. Denn ich will das Blaue ja innen haben. Also muss ich das auch nach innen reinsetzen. Na, gehst du wohl hier rein. So. Ist auch ganz gut, wenn es ein bisschen strammer ist. Dann kann euch da nichts abschmieren. So. Und dann setze ich das einfach hier nur rein. Und dann habe ich ja noch zwei weitere, also noch ein anderes Tool, was jetzt nicht hier unten diese Platte dran hat. Und das ist dann nämlich jetzt hier für hier oben, um damit das Ganze auch wirklich akkurat sitzt, dass das wirklich im rechten Winkel ist. Und ja, ich hatte dieses Tool damals mal bei Minimienchen auf dem Kanal gesehen. Die hatte das nämlich auch mal verwendet gehabt. Und ja, wie es dann immer so ist, ach, brauchst du nicht. Aber das geht sowas von einfach. Jetzt nehme ich mir nochmal meinen Pinsel und verstreiche mir hier den Kleber, der hier außen so ein bisschen rausgetreten ist. Und ein Glück habe ich nochmal geguckt, weil ihr habt nämlich auch nichts gesagt. Ah, falsch rum. Deswegen sage ich immer konzentriert. Mich hat schon gewundert. So, und jetzt. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich manche Dinge immer so explizit dann sage. Weil, ja, das geht nämlich so schnell, dass das da nicht mehr, ja, so aussieht, wie man es sich eigentlich vorher vorgestellt hat. Ja, und dann gehe ich jetzt hier nochmal an der Naht lang und klebe hier nochmal, mache hier nochmal ein bisschen Holzleim drauf. Ich klebe Graupappe wirklich sehr, sehr gerne mit Holzkleber, zumal der eben halt auch nicht so lange braucht, bis er anzieht. So, und das gleiche mache ich hier auch nochmal hier innen drin. Und der Vorteil bei Holzleim ist, früher habe ich es immer mit dem Tombow gemacht. Aber ja, wir wissen alle, der Tombow klebt nach. Wenn ich es jetzt hier drinnen neu beziehen würde wollen, dann hätte ich auch den Tombow nehmen können, weil der klebt wirklich ganz schnell. Aber da ich das jetzt hier innen drin so lassen möchte, wenn die Hüllen drinnen sind, sieht man das eh nicht mehr. So, und jetzt nehme ich mir meine zweite. So. Das muss ich jetzt auch wieder nach oben nehmen. Na toll, da habe ich es verkehrt rum. Egal, ist jetzt wurscht. Und das setze ich mir jetzt auch hier rein. Bis ganz, na, wirst du wohl jetzt hier. Ja, weil dadurch, dass ich hier noch diese
Beschichtung draufgelassen habe, geht es jetzt ein bisschen knirscher. Vorher, wo ich das alles komplett abgezogen habe, war das bedeutend einfacher, weil dann waren es auch wirklich 2 mm. Jetzt überprüfe ich hier auch nochmal. Ja, das passt. Sogar besser, weil da habe ich es ja auch ein bisschen mehr abgezogen gehabt. Also, dass eben halt noch ein bisschen Pappe mit runtergegangen ist. Aber in der Vertiefung für 3 mm hätte es nicht gepasst. Schöner wäre gewesen, wenn sie auch noch so eine Verstrebung mit 2,5 mm gemacht hätten. Aber ja, dem ist nicht so. Ich bin froh, dass das überhaupt so ein Tool gibt, weil es ist wirklich, es geht so schnell. So, jetzt auch wieder hier schön richtig randrücken. Dann wieder dieses Tool nehmen. Ich hoffe, ich bin im Bild. Ja, bin ich. Alles ein bisschen ausrichten und das andere Teil raufdrücken. Und schon hält die ganze Geschichte. Auch hier gucke ich dann nochmal, ob es auch wirklich passgenau ist. Und gehe nochmal mit meinem Kleber hier über die Naht ran und drücke das nochmal ein bisschen an. Und von innen genauso. So, alles schön verschmiert. Wunderbar. So, dann nehme ich mir mein nächstes Teil. Schiebe das auch wieder bis ganz nach oben. So, das ist bis ganz nach oben. Und dann nehme ich mir auch schon gleich mein letztes Teil und drücke das auch schon ran. Wie mache ich das jetzt? Ja, das nehme ich jetzt einfach hier so ein bisschen hoch und mache mir hier vorsichtig meinen Klebstoff praktisch hier an die Außenkante ran. Dadurch, dass das nachher dann nochmal bezogen wird, kriegt das ja auch nochmal eine Stabilität. Also ihr müsst da keine Angst haben, dass das euch gleich wieder auseinanderfällt. Weil oft neigen wir dazu, viel zu viel Kleber zu verwenden. Ist meine Erfahrung. Da nehme ich mich übrigens auch nicht aus. Ich habe das auch ganz oft und merke das dann eben halt daran, wenn der Kleber rausquillt. So, hier gehe ich auch nochmal lang. Dann nehme ich mir mein Eckteil wieder. Und dann ist das nämlich auch wirklich halt richtige Löcher. So. Und dann sitzt das hier auch wirklich plan. Ja, und das Ganze muss ich jetzt hier auch noch machen. Ja, das Regal, was ich dafür bauen will, das dauert noch ein bisschen, weil eigentlich wollte ich das schon am Samstag machen, aber irgendwie hat mein Körper mich nicht in den Keller getragen. Weil dazu hätte ich in den Keller gemusst, um erstmal das Holz hochzuholen. Zumal ich eben halt auch irgendwie noch eine Lösung suche, dass ich mir gleich ein Eckregal bauen kann. Ich möchte aber dennoch flexibel bleiben. Was meine ich damit? Ich mache wieder natürlich meine Euro-Lochung bei dem Regal, was ich baue. Aber ich will es hier über Eck bauen. Also hier praktisch und dann über Eck bauen. Und da fehlt mir noch so die Lösung, wie ich das hinkriege, dass ich die Ecke dann auch vernünftig bestücken kann. Und trotzdem eben halt flexibel bleibe, weil, na sag schon, dass ich meine Einlegeböden, also ich müsste mir praktisch erst ein Eckteil bauen, wo ich dann danach die beiden Regale rechts und links ransetzen kann. In denen dann eben halt die Euro-Lochung dran ist. Und da muss ich erst noch ein bisschen tüfteln, weil, ja, ich bin kein Tischler. Ich mache das alles so,
anhand von Infos aus dem Internet und anhand von Bildern. Und ja, da wuschtel ich mich dann immer irgendwie so ein bisschen durch, um mir das eben halt auszutüfteln. So. Und auch da ist es ja meistens so, dass man nicht irgendwie Regale kriegt, die dann gleich passen oder so, sondern ich mag das eben halt passgenau. So, und jetzt haben wir praktisch schon den Rahmen fertig. Und wenn ich jetzt hier nicht so viel gequatscht hätte und so, dann wäre ich auch schon viel, viel schneller fertig. Ich meine, wir sind jetzt 20 Minuten dabei. Klar, ich musste vorher das alles zuschneiden. Ohne Frage. Das braucht jetzt auch nicht allzu lange, bis ich dann die ersten wieder abmachen kann, um dann die Deckplatte oben raufzusetzen. Und das ist eigentlich letztendlich ganz einfach. Wenn ich richtig gemessen habe oder so, brauche ich das eigentlich nur vermitteln und danach nur noch beschweren. Und schon ist die Box fertig. Ja, also da ist jetzt nichts Weltbewegendes dran. Jetzt bin ich nur am Überlegen, ob ich praktisch... weil ich will die eigentlich erst viel später bekleben. Ich will aber jetzt das Video schon eigentlich hochladen. Das heißt, es wird dann einen zweiten Teil geben, weil das macht jetzt für mich keinen Sinn, jetzt weiß ich nicht, 14 Tage oder was zu warten, weil ich eben halt noch nicht weiß, wie ich die von außen bekleben möchte, weil es eben halt alles einheitlich aussehen soll. Was ich allerdings noch vorhabe, ist, ich habe ja hier diese Alex-Kommoden, diese, die man unterm Schreibtisch packt, nicht den breiten, sondern den schmalen. Und da habe ich hier die beiden obersten Schubladen, da sind so eine Art Setzkästen, also Sortierkästen hier von Schrauben oder sowas drin. Ist auch so ganz gut. Das Problem ist eben halt, diese Schubkästen haben keinen Vollauszug. Das heißt, alles, was ziemlich weit hinten drin ist, also wenn das jetzt hier die Schublade ist und das jetzt praktisch der Schrank ist, dann kriegt man die Schublade ungefähr so bis so raus, sage ich jetzt mal Pi mal Daumen. Das heißt, das, was hier hinten drin ist, da kommt man nicht ran. Und ich will mir dann Boxen für diese Schubkästen machen, mit welchen, die ein bisschen weiter nach vorne gehen, wo dann Sachen reinkommen, die ein bisschen größer sind, wie zum Beispiel meine ganzen Schmetterlinge. Ich habe eine Schublade, da sind nur Schmetterlinge drin. Und dann möchte ich die anderen Kästchen eben halt passgenau für das, was rein soll, eben halt mir anpassen. So dass man eben halt alles schön schnell findet und aber auch die ganzen, also dass da keine Lücken mehr zwischen sind. Und ja, aber da muss ich auch erstmal rechnen. Das werde ich dann wahrscheinlich Stück für Stück abfilmen und euch dann eben zusammengeschnitten dann zeigen mit den ganzen Maßangaben. Wenn ihr diese Einteilung, ihr könnt ja dann die Schachteln anders stellen, wenn ihr das wollt, aber dass das dann eben halt passt für euch. Dann könnt ihr euch die nämlich auch selber bauen. Und die werde ich, denke ich mal, auch aus 2 mm Graupappe machen. Allerdings hatte ich erst überlegt, wenn ich jetzt hier so eine Box hätte, ob ich dann einfach ransetze. Habe ich mich aber dagegen entschlossen, weil vielleicht möchte ich ja auch mal so eine Box rausnehmen, weil ich hinten in der Matschecke bin und dann geht das eben halt nicht. Also ich möchte wirklich absolute Flexibilität haben. Ja, so, ich denke mal, ich kann jetzt hier oben das schon abmachen. Das sollte schon gut angezogen haben und dann können wir nämlich die Deckplatte draufsetzen. Ich sehe aber, hier hat es nicht angezogen, warum auch immer. Das heißt, ich muss hier nochmal kleben. Das ist dann nämlich auch eine ganz gute Kontrolle, dass ihr eben halt seht, wo war dann doch zu wenig Kleber. Und sowas schneide ich auch nicht raus, weil ich bin auch nicht perfekt. Auch wenn manche denken, dass ich das gerne wäre. Und ja, ich habe an mich einen sehr hohen perfektionistischen Anspruch, aber den erwarte ich in keinster Weise von anderen. So. Jetzt ziehe ich das hier nochmal glatt. Und dann muss ich das leider nochmal fixieren, glaube ich. So. Dann war das doch ein bisschen zu wenig. Ja, gestern habe ich weitaus länger gewartet. Jetzt ist hier schon wieder mein innerer
dran, schnell, schnell Video fertig kriegen und das ist natürlich falsch. Das macht sich nicht immer gut. Mal gucken, wie es auf der Seite aussieht, weil sonst kann ich da nämlich auch gleich nachkleben. Nö, das scheint hier zu halten. Also geben wir der Sache hier noch ein bisschen Zeit. Und was mache ich dann? Ich schreibe euch die Maße auf. Dann brauche ich sie im Video nicht aufschreiben, so dass ihr euch einen Screen machen könnt, wenn ich euch gleich in die Kamera halte. Also 2 mal 14 mal 9 und 2 mal 26 mal 9 und 1 mal 26,4 mal 14. Jo. So, mal gucken, dass ich das hier ohne Schatten hinkriege. So, Finger weg. Das sind die Maße, die ich jetzt hier für meine Boxen benutzt habe. Und die passt dann auf den Einlegeboden vom Billigregal 1A rauf. Weil das Billigregal hat eine Tiefe, also der Einlegeboden vom Billigregal hat eine Tiefe von 26 cm. Dann schließt das vorne passgenau ab. Aber wie gesagt, dieses Maß ist wirklich sehr individuell, genau wie die Höhe. Das könnt ihr euch dann eben halt selber bestimmen. Ich kann euch das ja mal hier zeigen. Das war die, die ich nämlich gestern schon gemacht hatte. Und auch wenn ich die A5 füllen, warte mal so, wenn ich die A5 füllen hier reinmache, das würde mir nicht runterfallen, weil das wird ja dann gefüllt. Das passt trotzdem mit den 9 cm. Ja, ich mache das mal so, wenn ihr das hier so seht. Ups, ja, so. So wollte ich euch das zeigen. Also es ist dieses Stück, was jetzt hier praktisch oben rausguckt. So, jetzt hoffe ich ja mal, dass das jetzt angezogen hat. Wenn nicht, werde ich das jetzt mal kurz beschleunigen. Aber wenn ihr sowas macht, müsst ihr wirklich ganz, ganz vorsichtig sein, weil der Kleber kann nämlich dann nämlich auch ganz schnell Blasen schlagen und das ist dann nicht so schön. So, mal gucken. Ja, das scheint zu halten. Wie gesagt, wenn ihr 2 mm, wirklich passgenau 2 mm Graupappe nimmt, dann geht das auch leichter wieder ab. Bei mir ist es eben halt aufgrund der Beschichtung, die hier noch drin ist. So, ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich das nach außen nehme. Eventuell mache ich hier sowieso noch Filz drauf, das muss ich mal gucken. Das hängt davon ab, wie ich dann doch das Regal baue, weil das Regal wird keinen Boden haben. Das wird dann hinten wahrscheinlich nochmal mit einer, da kommt eine Rückwand ran, also hat Stabilität. Das und, also ganz unten will ich keinen Boden einbauen, sondern eben halt der erste Boden wird dann praktisch eben halt, so Sekunde, ups, wird dann erst auf der Höhe dann stattfinden. Und den werde ich wahrscheinlich dann auch fest ein, also nicht auf der Höhe, ist ja Quatsch, was ich erzähle. Auf der Höhe, also so ein Stückchen. Weil hier vorne kommen Griffe ran, ups, hier vorne kommen Griffe ran, sodass ich mir das immer nach vorne ziehen kann. Und wenn ich das auf einen also wenn ich ganz unten einen Einlegeboden, also praktisch einen Rahmen bauen würde, so wie hier. Wenn ich jetzt das Regal so bauen würde, dass hier unten eine Platte drin ist, ja, und dann meine Kästen rausziehe, und will die wieder reinmachen, dann muss ich die immer anheben und das will ich nicht. Ich will die einfach nur reinschieben können. Denn in der nächsten Etage kommen ja Sachen rein, die sind leichter. Da ist es dann egal. Aber das untere Fach, da kommen auf jeden Fall die Stanzteile rein. Also die Platten mit den Stanzteilen. Und ich denke mal, die Stempel da drüber, das wird dann nicht so schwer sein, dass ich die Kiste mir nicht kurz rausnehmen kann. So, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt klebe ich das hier noch fest, weil so langsam zieht nämlich der Kleber hier auch an, auf meiner Folie. Und das ist ja dann nicht so schön, wenn ich den entsorgen müsste.
meine, sowas kann man auch wunderbar mit Kontaktkleber machen. Da gibt es einen sehr günstigen von bei Action. Der nennt sich Bison. Vielleicht blende ich euch den auch nochmal ein oder hole ihn dann gleich nochmal. Oder habe ich sogar eine Tube hier eigentlich? Nee, das ist er nicht. Hier ist er doch. Hier, Bison Kit. Transparent. Kontakt. Da steht's. Den gibt's immer eine Tube. Und der ist richtig genial. Also wenn ihr irgendwas kleben wollt, was aus zwei Teile besteht und auch vielleicht großflächig ist, dann habt ihr genügend Zeit, ohne dass da irgendwie der Kleber antrocknet, weil ihr klebt erst die eine Seite ein und dann die andere Seite und insgesamt müsst ihr so mindestens 15 Minuten warten und dann die beiden Teile zusammendrücken. Und das macht sich dann natürlich richtig gut, weil ihr vorher keine Angst haben müsst, dass das, was ihr zuerst eingeklebt habt oder eingekleistert habt, dass ihr dann rumkommt, bevor der Kleber angetrocknet ist. Hier bei dem Holzleim ist es auch so eine Sache, mit dem Actionkleber könnte ich das jetzt nicht machen. Actionkleber sage ich schon, mit dem, ja, mit dem auch nicht, weil der zieht auch ziemlich schnell an. Mit dem Tombow meine ich. Weil der Tombow, der trocknet einfach viel zu schnell für sowas. Aber das geht hier mit Holzleim. Da habt ihr immer noch eine genügend Zeit, sowas eben halt ringsrum. Und ich streiche den Kleber hier auch nicht flach, sondern da ist schon so 3D-mäßig ein bisschen was drauf. Ja, damit das auch wirklich gut anziehen kann. Aber wie gesagt, wenn das dann hinterher von außen neu beklebt ist, weil hier drinnen brauche ich es dann nicht neu bekleben, bei den anderen Boxen schon, wenn ich das schön haben möchte. Aber das von außen, das reicht ja schon letztendlich eigentlich aus, damit alle Klebernähte dann eben halt beklebt sind. Also nochmal mit Designpapier oder wahrscheinlich werden die bei mir einfarbig weiß werden oder cremefarben. Ich bin mir da eben halt noch nicht so schlüssig, deswegen kann ich euch das noch nicht zeigen. Weil ich das eben halt erstmal fertig mache. Die andere Box, die ist bestimmt schon 9 Jahre alt und die ist immer noch nicht beklebt. Aber sie hält, sie ist nicht einmal auseinandergefallen. Ich denke mal, auch da werde ich damals schon Holzleim benutzt haben. So, hier hat er nämlich schon angezogen. Das sehe ich nämlich, dass da der Kleber schon weggetrocknet hat. Also, weil der Holzleim trocknet natürlich transparent ab. Und da, wo ich sehe, dass da schon das klar ist, gehe ich natürlich nochmal hin und mache nochmal neuen Kleber rauf. So. Und jetzt, wenn ich im Bild, setze ich das einfach nur noch passgenau rauf. Wenn ich wirklich alles gut ausgemessen habe oder so, und also wenn ich alles gut ausgemessen habe, dann passt das auch 1A übereinander. Dann verstreiche ich das so ein bisschen an den Rändern. Und die unten, auch wenn die Box schon durchgetrocknet ist, die unten lasse ich drauf, weil es gibt dem Ganzen nochmal zusätzliche Stabilität. So, und jetzt muss ich definitiv beschweren, weil ansonsten müsste ich es festhalten und dazu habe ich natürlich keine Lust. Und deswegen mache ich mir hier meine schweren Stanzen. Wenn ihr Bücher habt, dann ist das natürlich genial. Also wie gesagt, wer jeder, der Bücher hat, und dicke Bücher hat, sollte die niemals entsorgen. Ich hatte damals von Microsoft die ganzen dicken Wälzer und im Anflug vom Aussortierwahnsinn habe ich die damals alle entsorgt. Ich habe mich später sowas von geärgert. Aber ja, damals war ich noch nicht da, wo ich heute bin mit dem Basteln oder mit den Dingen, die ich da tue. Damals habe ich reine Karten gemacht.
Und irgendwann habe ich gedacht, brauche ich sie nicht mehr. Aber manchmal ist das eben halt ganz gut, sowas wirklich in irgendeiner Ecke aufzuheben, wo man gut rankommt und wo sie nicht stören. Wenn man denn mal so eine Arbeit macht, ist es natürlich unwahrscheinlich cool, sowas zu haben. Klar, wenn ich jetzt dünnere Sachen habe, könnte ich auch meine Transferpresse nehmen, aber das hier kriege ich jetzt nicht unter die Transferpresse. Und so eine Klemme habe ich leider auch nicht. Also es gibt ja so eine ganz großen. Ich hatte die auch schon mal vom Action gesehen, aber die habe ich nicht auseinandergekriegt. Und wenn sowas nicht gleich beim ersten Mal funktioniert, lasse ich die Finger von, auch wenn es ein recht günstiger Artikel gewesen ist. Aber da werde ich mir in aller Wahrscheinlichkeit nochmal im Baumarkt zwei so eine Klemmen, die würden ja hier vollkommen ausreichen. Also praktisch wie so eine Winkelklemme. Also die haben ja dann so eine Backen hier. Aber die Schraubzwingen, die ich hier habe, die würden hier nicht ranpassen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ach, dieser Husten. So, ja. Das ist es dann erstmal. Das muss jetzt hier richtig schön durchtrocknen. Vielleicht fülle ich hier auch nochmal die Ecken. Also da, wo ich Lücken sehe, da stopfe ich dann eben halt immer noch so ein bisschen Kleber rein mit dem Pinsel. Und ja, weil ich es eben halt nicht so beschweren kann, wie ich gerne würde wollen. Aber ja, ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Und werde euch dann zeigen in einem nächsten Video, also in einem Craft-Update dann. Vielleicht kommt vorher auch noch der Regalbau. Aber ja, Wochenende ist vorbei, weil so eine Sachen kann ich eben halt immer nur an Feiertagen und Wochenende machen. Weil, ja, ich muss mich ja wieder um die nächsten hübschen Produkte für euch kümmern. Also Standsteile oder Papier. In diesem Sinne, ich drücke euch ganz dolle. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ich werde jetzt das Video bearbeiten. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel unnützes Zeug gesabbelt. Und drücke euch ganz doll. Und wie gesagt, weitere Fragen, ich beantworte sie. Das werde ich nämlich dann gleich als nächstes machen, wenn das Video hier rendert. Dann werde ich die anderen Fragen beantworten oder Kommentare. Sind ja nicht immer Fragen bei. Aber dieser Sache oder dieser Frage, was ich denn mit diesen ganzen Hüllen hier mache, der wollte ich eben halt gleich als nächstes nachkommen und das beantworten. Und ich hoffe, das habe ich hiermit getan. Also in diesem Sinne, ich drücke euch ganz doll und wünsche euch alles Liebe und Gute. Bis dann, euer Kreativfalter.